Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zu dem neuen Amor-Orakel, das Gedanken- und Gefühlsspiel. Ja, ich hatte gedacht, es ist mal wieder an der Zeit für euch ein Ich- und Du-Orakel zu machen, aufzunehmen. Das heißt, du findest hier dein Gegenüber und hier dich selbst. Solltest du aber merken, dass die Rollen vertauscht sind, dann kannst du das tauschen. Es ist auch geschlechtsunabhängig. Hier finden wir die Gedanken, die Gefühle und wie es bei der Person weitergeht und hier dann für dich Gedanken, Gefühle, wie es bei dir weitergeht, eure verbindenden Karten und ein Ausblick auf die Zukunft. Diese Legung, die ich jetzt hier als Allgemeinorakel für euch mache, gibt es auch auf meiner Webseite hahnspirit.com als persönliche Videoberatung zu buchen unter Spezialberatungen Video. Ich stelle den Link in die Infobox für euch rein, dass falls du Interesse hast und diese Beratung für dich persönlich haben möchtest, kannst du sie dort bekommen. Dann stelle ich euch auch in die Infobox immer die verwendeten Karten rein. Einfach da mal reinschauen. Ebenso möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich bei YouTube jetzt erst die Tage eine kleine Lenormand-Schule gestartet habe. Das heißt, ich gehe dort alle 36 Karten durch, werde euch da so einen Einblick geben, wie ich damit umgehe. Und es wird auch später zu Kombinationen und wie man deutet, also zu Deutungsübungen kommen. All das findest du hier auf meinem YouTube-Kanal. Falls du den Inhalt meines Kanals gut findest, dann abonniere ihn auf jeden Fall und aktiviere die Glocke. Du kannst mich auch ebenso auf Facebook unter Hahn Spirit finden, bei Instagram und auch einen Telegram-Kanal unter Hahn Spirit habe ich auch. Also falls du den Content interessant findest, dich mit mir vernetzen möchtest über verschiedene Kanäle, weil in Zukunft auch unterschiedliche Sachen dann folgen werden, sobald dort auch mehr Aktivität ist, wirst du dann dort diesen Content von mir dann auch genießen können. Aber jetzt genug der Rede, fangen wir an mit der Deutung. Also, hier haben wir die Gedanken deines Gegenübers. Und wir haben hier einmal die 7 der Kelche, die Stärke, also die Kraft und die 5 der Schwerter. Also das zeigt einmal, dass bei deinem Gegenüber momentan das Thema so, sage ich mal, Ziele, Wünsche, Träume, etwas durcheinander geht. Die Person scheint auf mich so zu wirken, als ob sie momentan selber nicht so genau weiß, wobei ihr die Richtung gerade hingeht. Hat sich vielleicht auch ja erkannt für sich, dass manche Dinge, wo sie als real gesehen hat oder als gut gesehen hat, sich plötzlich als Trugbild gezeigt hat, als Illusion. Seifenblasen sind zerplatzt, also Wünsche sind zerplatzt, Dinge haben nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Das hat jetzt nicht nur mit dir zu tun, also muss nicht auf dich bezogen sein, sondern das sind auch Einflüsse, was in den Gedanken deines Gegenübers vor sich geht, also was die Person momentan beschäftigt. Das kann zwischen euch ein Thema gewesen sein, dass Dinge nicht funktioniert haben, aber es kann auch im Arbeitsbereich oder in einem anderen Bereich dieses Menschen gerade vorherrschend sein und dass einfach hier ja Enttäuschungen auch da sind. Also die Person merkt Dinge, wo nicht funktionieren und das trübt natürlich etwas das Gedankengebilde und auch die Stimmung. Das heißt, das zehrt auch an der Kraft. Ich nehme die Person schon sehr energiestark, also sehr stark in ihrer Energie wahr, auch mit einer guten Power, mit einer guten Ausstrahlungskraft, mit einer guten Vitalität. Aber momentan ist anscheinend hier irgendetwas getrübt oder angegriffen und die Person ist auch irgendwie verunsichert. Diese Karte steht auch immer für eine gewisse Leidenschaft. Auch Erotik ist hier drin. Wir sehen ja hier die Rosen auch drauf und eine gewisse Hingabe. Und hier scheint mir auch ein Thema zu sein, wo die eigene Zärtlichkeit und Leidenschaft in einem gestörten Verhältnis sich momentan befindet. Also, dass die Person hier sich irgendwie ausgelaugt fühlt, enttäuscht fühlt, unsicher fühlt und die Gedanken nicht so geradlinig sind wie sonst.
Man sieht es auch hier mit 5 der Schwerter. Hier ist irgendjemand hintergangen worden, betrogen worden. Irgendwas hat nicht gestimmt. Und die Person hat Angst, dass das wieder geschieht. Also wir sehen hier eine verunsicherte Person, die in ihren Gedanken unsicher ist, unsicher über die Ziele ist, sich nicht sicher weiß, wo es für sie hingeht, wo es für sie lang geht. Und das ist natürlich für dich dann auch schwierig, weil die Person für dich schwierig zu greifen wird, wo sie momentan steht. Sie weiß es nämlich selber nicht. Das ist das Thema. Was ist mit den Gefühlen los? Also das war jetzt die Gedankenebene. Also die Gefühle sind schon da. Hier ist eine Person, die stark empfinden kann mit Königin der Münzen. Ist hier jemand, wo ein starkes Empfindungsvermögen hat, wo auch Werte schaffen möchte. Das bedeutet immer jemand, wo sich auch einlassen möchte auf Beziehungen, auf eine Ehe, etwas Stabiles für die Zukunft bauen und erschaffen möchte. Und die Gefühle sind schon da und die Person spürt auch eine Kraft, die sie zu dir hinzieht, dass sie in ihren Vorstellungen sich das also von den Gefühlen her schon vorstellen konnte. Aber hier scheinen andere Einflüsse zu wirken, die die Person wegbringt und verunsichert und in ihrer Kraft beschränkt. Dann haben wir hier den Mond. Das ist natürlich in den Gefühlen. Hier zeigt sich jetzt die Unsicherheit. Auf der einen Seite ist hier ein starkes positives Gefühl, aber hier ist dann wieder die Unsicherheit, weil der Mond sind die Albträume, das sind die Schatten. Das sind die Themen, die man eigentlich nicht anschauen möchte, die hier angetriggert werden. Also das kann mal sein, mal angenommen, die Person ist gebunden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Es ist ein Allgemeinorakel. Wir legen jetzt hier allgemein. Dann kann es sein, dass du in der Person ein starkes Gefühl aufrufst. Also nur mal als Beispiel. Aber natürlich dann der Schatten wäre das schlechte Gewissen. Ich kann das nicht zulassen, ich kann das nicht akzeptieren. Oder ihr habt einen großen Altersunterschied. All solche Themen, also wo hier eine Verletzung vorliegt, wo hier das Herz eigentlich ja sagt, ich möchte zu der Person, ne? Also die Person lügt dich nicht an, also sie täuscht dich nicht, dass sie zu dir möchte. Aber da ist eine Angst da, dass es nicht funktionieren kann, dass man das nicht schaffen kann. Vielleicht möchte die Person sich selber oder auch dich nicht enttäuschen. Wir haben hier die 4 der Kelche drin. Das ist er sieht in den Gefühlen nicht die positiven Aspekte und die Chancen. Also die Person ist irgendwie zurückgezogen. Du kommst schwer an sie ran, so wie ich vorhin schon gesagt hatte. Sie lässt nicht so richtig an sich ran. Du guckst sie an und denkst, was ist los mit dir? Und dann schmollt jemand oder redet nicht und bringt das nicht nach außen. Das heißt, das wirkt auf dich dann etwas kurios. Weil auf der einen Seite kriegst du Signale, komm her, ich möchte mit dir sein. Auf der anderen Seite kommt dieses Wegstoßen. Und das macht natürlich total unsicher, ne? Also hier in diesem Allgemeinorakel, weil es ja allgemein ist, geht es momentan um dieses Thema. Wenn du jetzt sagst, ja, das passt, dann sind wir hier voll drin, passt es noch nicht so ganz, dann schau vielleicht mal weiter, vielleicht kommen noch Teilaspekte, wo passen. Dann schauen wir mal auf deiner Seite, bei deinen Gedanken. Hier haben wir die Sonne. Also das ist schon, du bist positiv gestimmt für die Person. Du möchtest und du siehst das Feuer und du siehst die Möglichkeiten und du siehst die Chancen und es macht dich freudig und es macht dich glücklich und es ist etwas, wo du gerne ja haben möchtest, ne? Wo du sagst, ja, wir gehören zusammen, das passt. Ich habe es in meinen Gedanken, in meinen Vorstellungen. Aber auch du bist natürlich von der Realität nicht gefeit, weil du hast hier den Mond drin. Das heißt, wo hier in der Gefühlsebene Nein gesagt wird, weil die Schatten hochkommen, hast du den Mond schon in den Gedanken. Also du weißt es, du hast es im Verstand und sagst, ey, ich weiß, was da los ist bei meinem Gegenüber, ich weiß, warum das nicht so funktioniert. Ne? Die Person kann es als noch nicht so richtig greifen, es ist nur in den Gefühlen, bei dir ist es im Kopf, du hast auf Verstandesebene schon das ein oder andere analysiert. Ne? Und das macht dir vielleicht auch manchmal etwas Sorgen und Angst, dass es halt nicht funktionieren kann, ne? Mit deiner Hoffnung, wo du eigentlich sagst, eigentlich würde es gut passen zwischen uns. Und dann haben wir hier den Herrscher drin.
Und das zeigt mir, dass du irgendwie die Situation dominierst, also dass du irgendwie führend bist, dass du irgendwie das Zepter in der Hand hast, dass du, selbst wenn du sagst, nein, ich warte immer, dass die Person sich meldet, ja, aber man merkt, dass du so ein bisschen die treibende Kraft bist und mehr Energie hast. Du hast hier zwei starke Energiekarten und hier haben wir die Energieschwächung drin, ne? Also hier wäre eigentlich viel Power, aber die Energie ist irgendwo unterdrückt und da nehme ich dich stärker in der Energie wahr. Das heißt, dass du ja sagst, ich halte das am Leben und ich gucke, dass das irgendwie funktioniert und das kann halt mitunter sehr ermüdend und sehr, sehr anstrengend sein, ne? Dann gucken wir in die Gefühlsebene bei dir hinein. Wir haben hier die 7 der Kelche, nein, 7 der Münzen, entschuldige, habe ich hier falsch gelesen. Das ist die Geduldskarte. Also wir haben hier die 7 der Münzen, die Geduld, also das ist das Abwarten, ne? Also du wartest hier und weißt in deinen Gefühlen, ich muss mich als zurückhalten, ich muss mich als zurücknehmen, ich kann nicht so sein, wie ich teilweise möchte, nicht so agieren. Weil ich muss warten, dass die Person in ihren Gedanken und Emotionen mir überhaupt nachfolgen kann. Da, wo du schon losgeritten wärst, da kommt die Person noch nicht so richtig hinterher, ne? Und du weißt es auf Verstandesebene. Ab und zu kommt dein Feuer mal durch und dann versuchst du etwas vielleicht zu erzwingen oder in Bewegung zu bringen, wo einfach die andere Person noch nicht mitschwingt, wo noch nicht geht. Ja, und dieses Warten und dieses geduldig sein, das hängt dir vielleicht schon so ein bisschen zum Hals raus. Also auf Gefühlsebene schwächt das natürlich die Energie zwischen euch, dass du sagst, es macht mich traurig, weil hier ist der Tod drin. Also du empfindest dann auch in den Emotionen ein gewisser Stillstand. Mal kocht das Feuer hoch und dann ist es schon wieder wie eine eiskalte Dusche. Also es ist schwierig momentan, ne? Also es zeigt hier im allgemeinen Orakel eine momentan nicht so einfache Situation. Und wir haben hier den Eremiten drin. Das ist dann dein emotionaler Rückzug. Also du versuchst dich dann natürlich auch zu schützen, ne? Also das heißt, ich nehme hier eine Person wahr, die mit sehr viel Leidenschaft und Emotion reingegangen ist und die dann aber aufgrund des Gegenübers und des Verhaltens irgendwie runtergekühlt wurde. Also, dass du deine Emotionen nicht so nach außen bringen kannst, wie du gerne es tun möchtest. Und du musstest das runterdrosseln und runterkühlen. Und das ist natürlich richtig frustrierend. Und dann fragt man sich manchmal sogar, boah, ist es überhaupt ja noch richtig, da Zeit und Energie reinzugeben? Aber du brennst trotzdem noch für dein Gegenüber, ne? Weil da ab und zu halt das durchkommt. Und dann, ja, man kann der Schatz sein für das Gegenüber und die pure Fülle und es hat Zukunft. Aber dann kriegt man wieder so eine Dusche und dann wird es schwierig. Jetzt gucken wir mal. Ich gucke mal erst in die verbindenden Karten, bevor ich hier eure Einzelkarten angucke. Und die verbindenden Karten, siehst du schon an der Stimmung, die sind wirklich nicht einfach. Also wir haben hier einmal die 7 der Schwerter. Das ist, ja, also wir haben hier dieses Davonstehlen, dieses manchmal auch so ein bisschen eine List anwenden, so eine Tücke. Man fühlt sich auch um gewisse Dinge betrogen. Also das kann manchmal dafür stehen, dass jemand unehrlich gehandelt hat oder unehrlich agiert hat und jetzt hier eine Verletzung vorliegt. Das kann es bedeuten. Es kann aber auch sein, dass man sich so um die gemeinsame Zeit oder um Dinge auch betrogen fühlt, weil halt der eine in den Emotionen nicht so nachkommt wie der andere. Also deshalb ist so ein Gefühl davon betrogen sein, dass etwas nicht stimmig ist. Wir haben hier die 4 der Kelche, so wie praktisch bei ihm schon dieses Verneinen drin. Und das ist auch das Thema zwischen euch, dass hier etwas Positives nicht angenommen werden möchte, dass die Beziehung nicht richtig angenommen wird, dass die Stärken nicht richtig angenommen werden. Und das führt dann natürlich wieder zu diesem Stillstands-, Todesgefühl oder hier dann dazu, wo wir hier dann schon drin hatten, dass die Person ja so
ja, vielleicht auch das Schlachtfeld teilweise verlassen möchte und man fühlt sich dann total alleingelassen und zurückgelassen und nicht gewollt, also abgelehnt letzten Endes. Und wir haben hier den Ritter der Schwerter und das ist nun wirklich keine einfache Karte, weil der Ritter der Schwerter, ja, wenn der voll da ist, dann ist es echt grandios. Der ist intellektuell gut drauf und man kann da echt viel machen mit. Aber du siehst schon, er rennt hier weg auf der Karte. Das ist dieser stürmische Reiter, dieser stürmische Ritter, der einen mitreißt oder einen auch vernichten kann. Also ganz krass gesagt, es kann richtig wehtun, es kann richtig schmerzhaft sein. Da sind dunkle Wolken hier drauf. Also das ist ja dieses Wechselbad. Also es kommt hier ganz stark so ein Wechselbad zwischen oben auf sein und dann wieder runterfallen. Und das ist hier ganz stark vertreten. Ja. Also jetzt haben wir hier mal so den Zustand ein bisschen beleuchtet und jetzt gucken wir mal, wie es von seiner Seite aus weitergeht. Also ich sage jetzt mal eher, ne? Es schauen ja doch viele Frauen für Kombinationen für den Liebherzensmann. Aber wenn du natürlich eine Frau als dein Gegenüber hast, dann münzt das bitte um. Also wir haben hier den Buben der Schwerter. Also das ist der kleine Bruder von dem, ne? Und der kann auch schon ganz schön wehtun und spitzzüngig sein. Also ich sehe, dass die Person bei so viel Schwertkarten hier auf seiner Seite und diese Illusionsgefühlen und Kraftverlust und Albträume und Nein sagen, dass hier jemand ist, der momentan echt durch keine einfache Lebensphase geht, durch keine einfache Lebenszeit geht, wo auch selber sehr viele Probleme um die Person rum sind. Mir kam hier vorher schon mal rein, ob die Person auch im Beruf irgendwie Stress hat oder viel zu tun oder Jobverlust oder irgendwas. Also hier ist einfach eine super, super stressige Phase. Kann auch mal eine Scheidung sein, wo man drin steckt oder eine Ehe, die total verfahren ist. Also wo es hier geht es auch um gegenseitige Verletzungen. Und mir scheint so, dass diese Person ihren Frust bei dir ablädt und dass die Fronten total verhärtet und schwierig macht. Wir haben hier die 9 der Schwerter drin. Also zu diesen, das ist eine große Arkana. Zu den Albträumen kommen hier nochmal die Albträume im Kleinen hinzu. Also hier ist jemand, ja, eigentlich würde ich sagen, momentan überhaupt nicht zu gebrauchen. Also partnerschaftlich gesehen nicht zu gebrauchen. Wirklich, das hört sich jetzt sehr materiell an, was ich sage, aber es ist der Zustand, dass das Bild zeigt. Du siehst ja, hier sind sehr dunkle Karten zwischen euch und hier bei der Person. Hier sind viel hellere, wobei du auch schon, das hat auf dich abgefärbt, ne? Und hier haben wir den Turm. Und wenn der Turm hier fällt, heißt das, dass bei der Person es momentan so weitergeht, dass da ein Riesenumbruch im Leben kommt, dass da Veränderungen kommen, wo man sich gescheut hat davor, wo man sich nicht getraut hat, durch die Veränderungen zu gehen und wo praktisch das Schicksal und all das, was man getan hat, jetzt zurückschlägt. Also hier kommt ein richtiger Umbruch rein und das ist eine, ja, manche würden sagen, eine zerstörerische Energie ist es auch, aber nach dem Umbruch kommt ein Neuaufbau. Nur mir sagt man hier gerade, also für die, wo das hier zutrifft, ihr müsst aufpassen, dass ihr euch da nicht mit reinziehen und nicht mit runterziehen lasst. Also es kann auch mal die Scheidung sein oder Hausverlust, irgendwas total komplett Veränderndes kommt hier rein. Also das, was man hier schon fühlt und wo die Ziele gar nicht in eine Richtung gehen konnten, weil die Person noch so viel alten Kram hat, was sie regeln muss, das kommt jetzt hier voll zum Tragen. Es ist wirklich also ein schweres Bild, was wir hier gerade haben. Also so schwer sind in der Regel die Bilder nicht, aber wir haben hier ein Thema, wo anscheinend für Menschen hier auf dem Tisch ist, wo wirklich gerade durch schwere Rollen, durch schwere Themen, das muss nicht der Beruf sein, bei manchen ist vielleicht auch die Gesundheit oder etwas, also schwierige Dinge gerade durchmachen. Bei dir haben wir auf der Zukunftsseite die Hohepriesterin. Also die ist sehr weise, die weiß um die Dinge, was ich hier schon gesagt habe. Hier ist ein Wissen da, hier weiß man um die Dinge und der Verstand weiß es schon und versucht es anders zu verarbeiten. Also hier ist eine gewisse Weisheit, eine gewisse Ruhe auch drin, die sich in dir entwickelt.
wo du eine neue Stärke in dir findest, wo du denkst, dass du das gar nicht so hast. Also hast im Sinne von, wo, dass du denkst, du hast das, die Stärke nicht, aber plötzlich ist sie da und du bist dann ganz erstaunt, dass du so viel Energie aufbringen kannst. Wir haben hier den Narren und der Narr sagt, dass für dich das Leben auch auf einem Neuanfang steht, aber jetzt nicht hier durch einen krassen Umbruch wie auf der Seite deines Gegenübers, sondern ich habe hier mehr die Erkenntnisse. Also es sind sehr viele Erkenntniskarten, dass zu dir ein Wissen kommt, eine Ruhe kommt, eine Gelassenheit kommt, wo du sagst, ja, die Dinge sind gerade so, wie sie sind, aber ich werde daran nichts verändern. Ich muss das Beste aus der Situation machen und das Beste auch für mein Leben machen. Also das ist hier, sind hier ganz wichtige Karten. Und sie meinen auch, du sollst hier keinen, also mit 7 der Stäbe, du sollst hier keinen Kampf kämpfen. Also, dass du weißt, du hast viel geschafft, du hast vielleicht auch schon viel gekämpft um die Sache, aber du musst jetzt hier keinen Krieg, weißt du, vom Zaun brechen oder irgendeine Schlacht für die Person schlagen. Das kann die Person nur selber. Und das habe ich so das Gefühl, ist deshalb bei dir ganz stark auf dieser Seite diese Karte vorherrschend, dass du in einen verstandesgemäßen Rückzug gehst für dich, wo du erkennst, es ist besser für mich, mich da rauszuhalten, mich zurückzuziehen, mein Ding zu machen. Die Person weiß, wo sie dich findet. Der ein oder andere zieht sich dann auch vollkommen zurück. Also wenn hier die Weisheit kommt und erkennt für sich, dass das keinen Bestand mehr hat. Ne? Also für dich wird sich's weiterentwickeln, dass eine innere Weisheit reinkommt, eine innere Ruhe reinkommt und eine innere Gelassenheit, vielleicht auch etwas Kindliches habe ich hier drin. Also, dass man mit dem Narren ist immer so lachendes und weinendes Auge. Ne? Man geht vielleicht mit einem weinenden Auge, aber lacht im Herzen. Also so etwas, ne? Ist hier auch mit gemeint. Jetzt gucken wir mal, wie es zwischen euch weitergeht. Das ist interessant. Also, wir haben hier die 4 der Münzen. Und mit 4 der Münzen versucht man immer ja was zu schützen, festzuhalten, zu bewahren. Also erstmal versucht man vielleicht noch etwas zu retten, zu bewahren, zu beschützen. Aber mit der Karte der Tod, wenn der Stillstand noch nicht da ist, wird der Stillstand kommen. Etwas geht zu Ende. Das ist hier ganz klar im Bild drin, dass hier etwas nicht mehr gut ist und das darf zu Ende gehen. Und manchmal ist es auch ein Rückzug auf Zeit. Ne? Beim einen ist es ist ja, wie gesagt, ein Allgemeinorakel. Beim einen ist es ein Rückzug auf Zeit, bei den anderen ist es ein Rückzug für immer. Ne? Also all das steckt hier in dieser Karte der Tod drin, dass es entweder etwas wirklich zu Ende geht, wo man erkennt, es hat keinen Bestand, oder es gibt eine Phase des Stillstandes, weil dieses ewige Festhalten und Mauern, das Klammern ist hier auch mit gemeint, das bringt einen nicht weiter, es bringt nur Frustration und Kummer und bringt keinen von beiden weiter. Und dann wird aber daraus mit dem Buben der Münzen, wird daraus etwas Wertvolles wachsen. Also das heißt, wenn wir hier den Neubeginn haben und hier einen totalen Umbruch, wie gesagt, das ist ein Allgemeinorakel, du fühlst es selber in deinem Herzen, was hier die Wahrheit für dich ist, ob das bedeutet, es ist nach dem Stillstand und Umbruch ein Neubeginn für euch, wo was Wertvolles geschaffen wird, oder es ist ein wertvolles Schaffen für jeden für sich neu. Ja, also das wäre hier die Aussage dieses Allgemeinorakels. Ja, ich hoffe, das Orakel war dir nützlich. Ich habe gern, wenn du ein Feedback geben magst und wünsche dir soweit alles Liebe und Gute und bis ganz bald, eure Dani. Tschüss.